Liebe Telefonschlampen, seid mir ganz recht herzlich willkommen. Ja, der gute Foster hat hier letztes Mal gekündigt, ne, weil das Handy von ihm zu oft gestohlen wird. Das ist schrecklich, deswegen meine Empfehlung an euch, passt immer gut auf eure Handys auf, ne, dass die geklaut werden. Na, der sieht gar nicht so, wir haben da 8 Outbound-Calls verloren, aber ich glaube, wir hatten auch ein paar Kranke oder Urlauber oder wie auch immer. Ja, können wir aktuell nicht ändern. Neues Ziel, wir hatten jetzt hier nochmal ein neues Callcenter hingesetzt, das heißt, wir haben jetzt 7 Stockwerke hier im Rainer Inbound Tower, ne, geballte Inbound-Kraft sozusagen, und da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen, ne? Also, ich hoffe, die Janitors kriegen das halbwegs hin, dass die alles sauber kriegen. Ich würde ja sehr gerne, bin ich ehrlich, hier den Aufzug erstmal weiter updaten, dann die noch einen Aufzug hinballern, da auf Dauer auch schon einen Aufzug hinballern, weil die Aufzüge echt das A und O sind, ne? Also je mehr Aufzüge, umso besser sind die Leute drauf. Theoretisch müssten wir da auch nochmal ein Klo und ein Café hinsetzen, aber ja, weil die, oder hier drauf, ne, weil die müssen auch immer ganz runter und das ist natürlich auch mal so eine Kacke, ne? Ja, vielleicht sollten wir da echt nochmal eine Toilette hinsetzen, aber das wäre, glaube ich, eine gute Sache, ne? Der ist wahrscheinlich auch gleich weg. So, Mitarbeiter ist krank nach Hause gegangen. Wer? Morgen. Hat Morgen nicht gerade irgendwie Urlaub gehabt? Habe ich das nicht irgendwie? Mir geht's nicht so gut. Okay, Puschel. Naja, okay. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Kiosk oder entsprechend hier nochmal eine Toilette reinballern? Mitarbeiter krank. Ja, jetzt fängt der Kranken. Ich habe Gicht. Ja, kenne ich. So. Was kostet nochmal eine Toilette? 2500, glaube ich auch, ne? Ja, 2,5 und dann drüber vielleicht ein Relax-Room, ich weiß auch nicht genau. Aber ich glaube, eine Toilette wäre, glaube ich, eine ziemlich sinnvolle Sache, weil das entlastet natürlich auch die Aufzüge ein bisschen, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Komm, Jungs, fleißig telefonieren, ne? Und kriegt da bald ein neues Klo, ne? Gibt es irgendwie mehr Schüsseln, und mehr Schüsseln bringen mehr Umsatz, und mehr Umsatz bringt mehr neue Gebäude, und ich weiß auch nicht genau. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier echt nur ein Klo rein, weil das wirklich super, super wichtig ist. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Japtidapti, ne? Toilette, ne? Ran an die Schüsseln, liebe Leute. So, okay. Das gibt natürlich dann hier ein bisschen Aufzugentlastung, hoffentlich, weil die nur 2 Stockwerke, beziehungsweise nur einen Stockwerk fahren müssen. Ne? Na, willst du gleich ausprobieren, jemand ohne Pipi machen, was hier los? Willi, ich protestiere dagegen, dass ich hier nicht fernsehen kann. Gekündigt. Alter, du hast ja voll Urlaub und sowas alles gekriegt. Durchstellen. Na gut, okay. Moment, nur mal ganz kurz. Ja. Moment. Pardon, ich hatte mich verklickt. Okay. Na gut, okay. Hier ist wieder unsere Puscheltante im Einsatz. Auch jetzt besser drauf. Okay, ein zweites Klo haben wir jetzt auf jeden Fall. Bedeutet, ja, ein Kiosk müsste man eigentlich auch noch einen zweiten machen, aber den würde ich eigentlich hier ganz gerne, wobei, ne, ist eigentlich Blödsinn. Da kann man besser noch ein Servicebüro einrichten. Ich würde ja gerne echt einen weiteren Aufzug hier reinballern. So, 539, gar nicht so schlecht. Eingehend wird es auch höher. Backoffice, ja, müssen wir auch mal angehen, werden wir auch demnächst mal machen, aber ich möchte erstmal, dass die Inbound-Geschichte so zumindest erstmal gut läuft, dass wir da regelmäßig zumindest gutes Geld mit verdienen, ne? Denn jetzt ein Backoffice einzustellen, dann müssen wir wieder das Second Level einstellen. Wir brauchen sowieso primär erstmal einen Aufzug. Ohne Aufzug geht das gar nicht. Weil sonst sind die BOs, die kündigen wirklich reihenweise, melden sich reihenweise krank, sind dann, ne? Ist halt ein Erfahrungswert, den ich in meinen Spielen so gemacht habe. Ich kann mich da irren, ich weiß es nicht, aber ja nun. Und deswegen, also es wird auf jeden Fall noch BO kommen, zumal, ne, BO wird ja auch besser bezahlt als Inbound. Aber ich bin ehrlich, Inbound ist das Geschäft, was für mich ein Goldsetter eigentlich wirklich ausmacht. Die Inbound-Geschichte ist wichtig, BO ist natürlich auch super wichtig, ne, also nichts gegen BO habe ich auch gemacht, ne, und, aber, ne, Telefonschlampen sind normal am Telefon, ne, und, aber wir kriegen das hin, ne, müssen wir gucken, müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Aufzug vielleicht nochmal updaten und dann schauen wir mal, was da noch so zu machen ist, ne. Ihr habt es ja selbst gesehen irgendwann, beim letzten oder vorletzten Mal ein Aufzug-Update kostet 4000, neuer Aufzug 5000, ne, also insofern, das ist schon eine ziemlich teure Geschichte, muss nur leider sein, ne. Ich würde ganz gerne halt einen dritten Tower machen, das ist jetzt hier unser Outbound-Tower,
Ich würde einen dritten Tower gerne machen, das ist dann entsprechend der BO-Tower. Und, Pardonse. Mal ganz kurz hier mal gucken, wie es mit dem Second Level aussieht. Eigentlich ganz gut. Ist zwar noch nicht da, ist das ein Second Level? GG. Zwei Anfragen. Okay, das sind ein Inbounder. Ich habe ja gesagt, Urlaub gewähre ich immer in dem Spiel. Ne? Das ist egal, was kommt. Ne? Es ist aktuell sowieso jeder Tag ein Kampf. Ne? Und insofern, ob da einer mehr oder weniger mitkämpft, ne, ist schon okay. Wenn er dann gut gelaunt und gut ausgeschlafen quasi wiederkommt, bin ich da sehr zufrieden. Dann sollen sie heute in Urlaub gehen. Ne? Okay, also ich bin ehrlich, also der Aufzug, den hätte ich gerne so ein bisschen. Ne? Nur wenn ich den jetzt update, habe ich wieder ewig lange keine Zeit für den Außen. Aber so, was ist? Moses hat gekündigt, bei den Kamikaze, ne? Okay. So, Kündigungsschreiben, ich bin älter als mein Chef. Ich stelle mich in neuen Herausforderungen. Älter als mein Chef. Ja, kann passieren, ne? Scheißegal, ne? Aber wenn jeder, der älter als sein Chef ist, kündigt, ich glaube, dann wäre Deutschland doch ein bisschen arbeitslos, ne? Beziehungsweise hätte viel mehr Arbeitslose. So. Okay, die Kohle kommt so langsam. Haben wir denn eigentlich, müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt haben natürlich auch einige gekündigt. Zwei, die werden das wieder einstellen, inbound. Ja, ja, ich weiß, kommen die noch einen oder war das erstmal alles? Da ist noch einer, okay. Gut, das heißt, morgen werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Umsatz machen. So. 50 Mitarbeiter eingestellt, 1500 Pfeifen, coole Nummer. Kommen wir uns im Aufzug hier, was? Unser Geert von uns behauptet, dass der Service umsonst wäre. Für die nächsten Tage fällt eine höhere Arbeitsleistung an. Boni und Strafe sind auch erhöht. Das ist scheiße. Lieber, das ist richtig kacke, denn das wird jetzt richtig teuer. Das bedeutet, die nächsten Tage wird unser Umsatz deutlichst zurückgehen. Na, heißt, ich glaube, dann ist unser Aufzug erstmal in weite Ferne gerückt und ich hoffe, dass das nicht so lange dauert. Also ich hatte mal ein Spiel, das irgendwie 10 Tage gedauert und ich konnte und konnte nichts machen. Ich musste diese Kacke irgendwie durchstehen. Ja, noch ist das soweit okay, ne? 100 morgen wird da 450, 450 stehen. Da zwar auch 450, wenn wir es packen, aber ne, der Umsatz, wir gucken mal. Ja, wir speichern das mal trotz allem. Nicht so gut, aber ja nun, müssen wir durch. Ne? Das ist halt Callcenter. Da passieren die verrücktesten Dinge, ne? Und überhaupt und sowieso, ne? Kann man nichts machen. Ja, unsere Janitor sind ganz gut dabei. Ich hoffe, die packen das jetzt. Wir haben schon wieder ein Büro mehr, ne? Aber auch eine Toilette mehr, ne? Und ich hoffe mal, dass das, wenn wir den irgendwie den hinkriegen, das wäre schon sehr wichtig. Dann können wir hier nämlich auch noch ein bisschen was machen. Vielleicht können wir da doch mal das eine oder andere BO mal hinsetzen. Dass ich das vielleicht anfangs doch eher mische. Wobei, ich weiß es nicht. Eigentlich hätte ich ganz gerne echt noch ein drittes Ding. Wobei, so für ein Let's Play sind zwei Tower irgendwie ganz übersichtlich. Ne? Da muss man nicht so weit hin und her scrollen. Ich glaube, man war auch gefragt worden, wie viel Creme kann man hier in die Breite machen. Ich glaube, hier passt noch einer hin, dann ist Feierabend. Das heißt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Türme kann man machen, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Ne? 6 Türme, sprich, wir können uns jetzt quasi noch verdoppeln, aber ja, ich bin ehrlich, ich weiß es nicht so, was wir da machen sollen. Ich würde ganz gerne noch einen Outbound hinstellen. Wenn wir jetzt die Sache nämlich nicht hinkriegen, dann 3x 450 Euro Strafe ist echt scheiße, das wäre nicht gut. Und insofern, okay, Second Level, Mitarbeiter ist krank nach Hause gegangen. Ja, super, Freunde, jetzt nicht unbedingt jetzt. Heute Morgen beim Aufwachen fühlte ich mich so französisch. Ja, das kommt schon mal vor. Ne? Aber gut, einen Outbound haben wir gerade eingestellt. Insofern hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Ja, also aktuell. Ihr werdet sehen, das ist echt richtig krass, das mit dem höheren Call-Aufkommen. Gibt es auch ein niedrigeres, da kommt fast gar kein Geld rein. Und ich hoffe, dass das irgendwie jetzt erstmal so sich halbwegs rechnet. Ne? Und wir müssen ja jetzt nur erstmal 4000 klar machen, damit wir den Aufzug zumindest updaten können. Und ich weiß halt noch nicht so. Marion geht zum Zirkus. Ja, okay. Viel Spaß dabei. Lass dich nicht von den Löwen fressen. So. Werde ich aber erstmal nicht ersetzen. Wobei, eigentlich. Machen wir morgen. Morgen Tage. 2500 haben wir gleich. Das heißt, wir könnten theoretisch noch ein Callcenter einrichten oder noch ein Kiosk oder so, ne? Ja, nur aktuell wird das irgendwie richtig krass mit dem. Ja, mit den Strafen. Müssen wir gleich abwarten, was da auf mich zukommt.
Ich bin ehrlich, ich würde gerne mal diesen Fahrstuhl updaten, damit wir da zumindest noch ein bisschen abfedern können. Ja, wir warten erstmal. 3000 haben wir gemacht, das ist nicht ganz schlecht. Outbound ist auch gleich weg. Ne? Sollten ihr packen, Jungs, Chris hat hin, Alter. Schaff's noch einen. Ja. Okay, wir haben es nicht ganz gepackt, ne? Aber wir haben zumindest keine Strafe, also keinen Malus gekriegt. Das glaube ich, denke ich mal, dass das funktioniert. Ja, ein Outbound hat sich ja krank gemeldet. Einer hat, glaube ich, gehört, einer gekündigt. Outbound. Ja, das war ein Inbound. Okay, die hat sich französisch geführt. Okay. Na gut. Warten wir es ab. So, okay, wir haben auf jeden Fall, ne, okay, ja, haben trotzdem 500 gemacht, gar nicht so schlecht, da haben wir 500 gemacht, na gut, wir speichern das mal, dann geht's auch direkt weiter. Ja, ich überlege halt gerade, ob wir für BO noch einen eigenen neuen Tower einrichten, oder ob wir jetzt erstmal hier da ein bisschen BO, nur wie gesagt, BO, ihr habt ja gesehen, ne? Hier bei den Kunden, da ist morgen 4000, fast 500, ne? Bis wir die wirklich abarbeiten können, da brauchen wir einen Turm mit mindestens 30 Stockwerken, ne? Weil das ist so viel und ich hatte ja schon mal gesagt, dass die BO-Mitarbeiter doch ein bisschen empfindlicher sind als die Agenten, die richtigen Inbound- oder Outbound-Agenten. Und daher schon mal schnell die Flinte ins Korn werfen, sich krank melden, Urlaub wollen oder direkt kündigen. Ne? Wir müssen das mal gucken. Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, wie ich das mache. Vielleicht setzen wir einfach mal ein BO-Callcenter dahin, damit wir da schon mal ein bisschen was machen können. Ne? Weil Strafe werden wir aktuell sowieso kriegen, weil das können wir nicht alles abfrühstücken. Das geht gar nicht. Das ist einfach viel, viel zu viel. Ne? Ja. Was haben wir? So, Süßigkeitenautomat, super. Ne? Aktuell spare ich aber hier auf dem Aufzug. Ne? Dann Süßigkeiten müssen warten und Aufzug kommt, glaube ich, mit erster Priorität rein. So, Kündigung schreiben. Boys inbound. Okay. So. Alfred, du auch. Auch du, mein Sohn Brutus. Tu quoque fili. Hat mich direkt ins Herz gestochen. Ne? Ja. Ich hasse die Teppiche hier, ja? Alter. Ne? Sag mal, geht's noch? Wer hasst die Teppiche hier? Na gut. Okay, wenn er sie nicht mag, mag er sie nicht. Ich kann's nicht ändern, liebe Leute. Naja, ist natürlich die Frage, stellen wir noch einen ein oder nicht? Ja, das kostet auch wieder 600 Pfeifen, die jetzt einzustellen. Und ich würde so gerne meinen Aufzug ausbauen. Ne? Ne, guck, die sind hier schon echt schlecht drauf. Ne? Ja, würden die 600 jetzt einen nicht jetzt... Ich guck mal. Eine Anfrage haben wir auch wieder. Der Techniker, Brendel. Na komm. Pardon, muss man machen, weil sonst kommen die trotz Höchstgehalt schlecht drauf und das wäre nicht ganz so gut. Ne? Ja, aber ich glaube, das 4000, das packen wir heute nicht. Können wir genauso gut an Inbound einstellen. Drei Stück fehlen. Komm, dann noch ein Second Level. Wuppdiwappdi. Müssen wir machen, weil bevor da die Schreierei zu laut wird. Ne, und die freuen sich auch immer, die Inbound-Agenten, wenn sie es im Second Level durchstellen konnten. Ne, das ist eine gute Sache. Und je weniger da rumbrüllen, Second Level, ne, umso besser ist das quasi auch. Ne. Gut, unser Aufzug ist natürlich jetzt in weite Ferne gerutscht, ne, aber ja nun. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen Umsatz machen, sonst. Sonst klappt das alles nicht. Ich will mal ganz kurz hier gucken, ob da irgendeiner richtig kacke drauf ist, der gute Lane. Oh Gott. Die sind ja alle scheiße drauf. Ja, natürlich jetzt eine Phase, wo man eigentlich Urlaub... so, warte mal, der hat gekriegt. Anulfo, machen wir jetzt auch nochmal ein bisschen Urlaub. Das ist natürlich eine Phase, wo wir eigentlich gar keinen Urlaub schicken dürfen, ne, wegen der höheren Call-Aufkommen etc. Aber was soll ich machen? Ob ich die nun in Urlaub schicke oder ob die morgen kündigen, da schicke ich sie doch lieber in Urlaub. Mal ganz kurz gucken, noch einer hier, Edelbond. Ja, der ist auch wichtig, ne? Der einer der Besten. Okay. So, sonst noch von den Outbound irgendeiner richtig kacke. Inbound Floyd, den müssen wir auch, ne? Weil, guckt euch mal an, der hat schon echt gutes Geld gemacht. Okay. Sonst noch irgendeiner richtig kacke drauf. Floyd hat gerade. Dann haben wir hier Jermaine. Ja, Jermaine ist aber auch nicht schlecht.
Ja, ist natürlich jetzt kacke. Zu so einer Phase da, ne, entsprechend die Leute wirklich lassen wir auch erstmal. Ne? Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir so weiterkommen. So. Okay, wir haben nach wie vor 36 Calls im Outbound verloren. Das ist nicht gut, ne, aber wir haben auch dann Urlaub und bla bla bla. Und ich glaube, ja, wir speichern das mal. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Outbound einstellen, sonst kriegen wir morgen noch einen Malus. Und das ist nicht so wirklich gut. Und, ja. Liebe Leute, ob wir das hier so hinkriegen, ist ja gerade echt eine ziemlich harte Phase, ne? Und das werden wir in der nächsten Folge erleben. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in der Sache und ja, verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Liebe Leute, ich sage auf Wiederhören. Ciao, ciao.